Liebe Leute, heute zu einer weiteren Folge Update-Ideen mit dem Pascal oder Bro Game United. Sucht euch aus. Die Idee wäre heute mal wieder ein bisschen crazy, ein bisschen abfuck. Ihr seht die Sperrgoblins bei dem Gegner. Also, das ist jetzt einfach mal aus dem Dings, aus dem Clash Royale TV. Und ich habe mir gedacht, nehme ich das mal mit rein, denn das ist einfach mal ein bisschen amüsanter vielleicht anzuschauen. Ihr wisst das Ergebnis nicht und gar nichts. Naja, so ist es vielleicht besser, aber man soll jetzt nicht so vom Thema ablenken, Pascal. Man soll das nicht. Die Idee war folgende. Ihr habt die Sperrkobolde davor gesehen. Es waren 3 Stück. Meine Idee wäre, dass man eine Sperr-Goblins-Horde erstellt oder eine normale Goblin-Horde. So wie es auch die Skeleton-Army gibt. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, denn somit hätte man eine riesen Welle von einer Goblin-Horde. Natürlich schaltet man sie auch mit einem Pfeilhagel aus, ist natürlich klar. Aber wenn der Gegner keine Pfeile hat, wäre er noch mehr gestraft oder sowas in die Richtung. Idee wäre, schwierig zu sagen, wie viele Speergoblins. Ich habe mir mal überlegt, wir machen mal, wie viele Skeletons sind es dann, die Hälfte oder so in etwa. Ich hätte jetzt mal gesagt, 9 Speer-Kobolde und 9 Goblins, wenn es die jeweils geben würde. Und ich würde es dann Goblin-Horde nennen oder Goblin-Armee oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Weitere Idee wäre, dass die... Ja, es sollte ein bisschen teuer sein wie die Skelette. Ich würde sagen, 6 Elixier dann kosten würdet. Und ich kann es euch nochmal kurz zeigen, bei meinem 6 Elixier... Die Minion Horde kostet 5, dann soll es ein bisschen teuer sein, ist schon mal sehr, sehr gut. Und wartet mal, wo ist denn die Skeleton Army hier? Sind genau, steht jetzt nicht dran, 20 Stück, also okay, machen wir 10 Sperrgoblins oder 10 Goblins. Wäre eine gute Idee, aber muss man schauen, ob sich das im Spiel umsetzen lässt. Ich würde euch gern Gameplays dazu zeigen, wenn ich Supercell-Mitarbeiter wäre und die kurz einfügen könnte. Schade, kann ich leider nicht. Ist mal eine Update-Idee. Wie gefällt sie euch? Schreibt sie mal in die Kommentare und lasst mir weitere Ideen von euch da. Also, ich bin dann mal für heute wieder raus. Genießt morgen die Folge Clash Royale, Clash of Clans und schaltet wieder abends ein zu einer weiteren Update-Idee. Also, ich würde mal sagen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Limba română se dă răsprind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul ce pe GPS când aia e la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sac pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un popos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din extinție